So, in dieser Aufgabe geht es darum, mal die Stetigkeit von irgendwelchen Funktionen nachzuweisen. Und zwar sind es Funktionen diesmal jetzt im mehrdimensionalen, also wir beschränken uns auf r Quadrat nach r. Und wir sollen einfach mal die Stetigkeit nachweisen. Wobei in dieser Aufgabe nutzen wir aus, dass wir schon ganz vieles wissen über Stetigkeit. Insbesondere wissen wir zum Beispiel, dass wenn ich so eine Funktion habe von XY oder noch mehr Dimensionen und es ist einfach nur x, dass das eine stetige Funktion ist. Das hatten wir gesehen. Analog, wenn das nur y ist, das ist auch stetig. Und wir wissen auch zum Beispiel, wenn f und g stetig sind, dann folgt daraus auch, dass zum Beispiel f plus g oder f mal g stetige Funktionen sind, wobei dieses Mal natürlich das ganze, die ganz normale Multiplikation ist, sofern diese definiert sind. Ja, gut, also oder auch f minus, das ist stetig, f minus g oder die hintereinander Ausführung, wenn es dann irgendwie passt, f verknüpft mit g. Ja, also die hintereinander Ausführung von Funktionen, das ist alles wieder stetig. Gut, so, das nutzen wir natürlich jetzt kräftig aus, weil wir wollen nicht immer über die Grenzwertdefinition dieser Stetigkeit nachdenken oder über Epsilon und Delta, sondern im Wesentlichen wollen wir immer darüber nachdenken und sagen, ach ja, das ist alles eine Komposition aus stetigen Funktionen. Gut, also was ist f1? F1 von xy, ja, soll hier der Betrag von dem Vektor x sein. Das ist, wenn wir uns das überlegen, was war nochmal der Betrag? Das ist x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Noch nicht, ich habe es y genommen, ja, halt y Quadrat. Ja, ja, gut, okay. Das ist natürlich erstmal, sieht erstmal ein bisschen böse aus, ist es aber gar nicht. Weil wenn ich x Quadrat habe, dann ist es ja nichts anderes als x mal x. X selber ist stetig, x mal x ist ein Produkt von stetigen Funktionen, also ist das stetig. Ja. Entsprechend ist hier das y Quadrat natürlich ebenso stetig. Diese 2 geht da nicht hin. Ja, das ist natürlich ebenfalls wieder stetig, weil es ja eben halt ein Quadrat ist von stetigen Funktionen. Stetig. Und wenn ich stetige Funktionen habe und addiere sie, dann ist eben halt das Gesamte mit einem schicken Plus eben halt auch stetig. So, und dann habe ich nur noch die Wurzelfunktion, die ich ausführe. Aber die innere Funktion dieser Wurzel ist eine stetige Funktion. Die Wurzel selber ist stetig. Und das ist also eine hintereinander Ausführung stetiger Funktionen. Also ist das Gesamte wieder stetig. Ja, weil die Wurzel stetig ist. Gut, das ist schon die ganze Show. Also ich habe das jetzt ein bisschen flupsig aufgeschrieben, aber Sie wissen, wie ich das gemeint habe. Ich habe es ja erklärt. So, F2 ist jetzt wieder anders gebaut. Da gönne ich mir auch wieder einen Vektor XY und das ist bitteschön der Cosinus von Betrag XY geteilt durch 1 plus ja wieder der Betrag von XY als Vektor. Okay, das ist auch wieder nicht schwer. Also wir wissen, das ist stetig, weil das haben wir in dem Aufgabenteil A gesehen. Das ist auch stetig, selbes Argument. So, dann habe ich hier 1 plus, das ist natürlich dann ist, dadurch auch nicht unstetig geworden, sondern das bleibt stetig. Ja, also das heißt, der Nenner ist stetig. So, was ist mit dem Zähler? Ich habe hier eine stetige Funktion und da habe ich eine andere Funktion, die beiden Funktionen werden hintereinander ausgeführt. Das heißt, ich habe eine Komposition, eine hintereinander Ausführung stetiger Funktionen, weil der Cosinus der stetig ist, also ist auch der Zähler stetig. So, dann habe ich also nur noch den Quotienten stetiger Funktionen. Und da wissen wir auch, das ist stetig, wenn das nie 0 wird. Und sonst gucken wir uns den Nenner scharf an. Natürlich wird der nie 0, weil der Betrag von einem Vektor ja höchstens 0 ist oder größer gleich 0. Das ist auf jeden Fall. Und dann ist 1 plus den Betrag, das ist auf jeden Fall immer größer gleich 1. Also wird dieser Nenner nie 0. Also ist das stetig. Ja. Das war schon die ganze Argumentationskette. Ja, Sie merken also, da muss man im Wesentlichen immer gucken, dass das, was man da vorgesetzt bekommt, aus stetigen Funktionen schon irgendwie besteht und zusammengesetzt wird. Und dann ist es alles ein Klacks. Ja, das war's.